Münchner Norden liegt unsere Stadt, die starke Fußballspieler hat. In Garching spielt der VfR. Ja, herzlich willkommen zum VfR TV. Heute bei mir nach diesem schönen 2-1 Auswärtssieg Daniel Weber. Daniel, ich will gar nicht viel verlieren. Vielleicht nimmst du einfach das Mikro und sagst einfach mal generell, was gerade bei dir los ist. Keine Ahnung, also Bayernliga Meister ist jetzt echt mal richtig geil. Die ganzen Aufstiege die letzten Jahre und jetzt haben wir mal das i-Tüpfelchen gesetzt und auch einen Meistertitel eingefahren. Aber wir haben es heute genauso spannend gemacht wie alle Spiele. Deswegen bin ich jetzt echt erleichtert und und ich hoffe, dass die Jungs es krachen lassen, schön feiern und dass dann wirklich alle sich wirklich erholen und wir top in die Regionalliga starten. Ich freue mich riesig drauf, auf die neue Liga wieder und das ist das Größte. Dein Fazit zur Saison noch mal kurz eine Revue passieren lassen. Ich meine, jetzt sind wir ja Meister. Du wolltest aber Meister mit einem Sieg ja werden, aber wenn du jetzt mal kurz die Saison zurückblickst, was fällt dir so in einem Satz zu der Saison ein? Wahnsinnig anstrengend. Nein, also alle Ergebnisse sind knapp, alle Gegner haben uns alle immer einen Fight geboten, genauso wie heute. Wir sind einfach ein Wahnsinnsergebnismonster. Beste Abwehr, glaube ich, bester Sturm. Ich glaube, beste Auswärtsmannschaft. Ich glaube, das spricht Bände und jetzt ist auch gut. Ich mag einfach jetzt auch Urlaub haben. Ich vermute mal, du wirst genau wie die Mannschaft die nächsten ein, zwei Wochen nicht zu sehen sein, weil ihr euch irgendwo, ich weiß nicht, wo du jetzt die Zeit verbringst, aber die Jungs habe ich so der ein oder andere mitgekriegt, wird ausgeliehen nach Mallorca unter anderem etc. Ja, wir haben sie in Bierkönig verliehen und auf die Schinkenstraße und ich hoffe, dass sie alle heile wieder zurückkommen, weil manchmal passiert immer so beim Feiern ein bisschen was. Ich hoffe, dass alle gesund und munter zurückkommen und ich werde mich ein bisschen zurückziehen. Ich werde 4 Wochen ein bisschen die Beine hochlegen und mich ein bisschen gedanklich auf die neue Liga vorbereiten. Da freuen wir uns schon drauf, die neue Liga, Regionalliga. Es wird, glaube ich, ein super Jahr. Ich glaube, wir werden viel Spaß haben, viele schöne Auswärtsfahrten haben. Ich frage trotzdem jetzt schon mal, was erwartet uns in der Regionalliga? Das, was uns beim letzten Mal auch erwartet hat, ein wahnsinniger, brutaler Abstiegskampf. Wir sind wieder der Underdog, denke ich. Vielleicht mit einer Überraschung. Vielleicht mit viel Mumm und viel Mut, so wie beim letzten Mal. Und dann hoffen wir, dass diesmal die zwei Plätze besser rausspringen. Und dann. Aber ich wäre auch, eine Relegation ist sicherlich auch kein schlechtes Ergebnis für einen kleinen Verein wie uns. Aber ich hoffe, wir haben uns für nächstes Jahr so aufgestellt, dass wir wirklich eine Chance auf die Liga haben. Ja, wir haben ja einiges gelernt. Normalerweise habe ich immer das Schlusswort und verabschiede mich. Heute würde ich dir gerne das Schlusswort geben. Vielleicht sagst du einfach nochmal den Fans so ein, zwei Worte zu der Saison bzw. zum Abschied. Ja, ich bedanke mich einfach bei den Jungs und bei allen Verantwortlichen außenrum, bei allen Helfern, die ihr Möglichstes hier mal tun, um die Jungs zu verwöhnen. Die Jungs haben wahnsinnig gut gearbeitet. Wie gesagt, es war wahnsinnig schwierig, die Saison und sehr kampfbetont, auch obwohl wir oben mit vielen Punkten stehen. Aber dafür möchte ich Danke sagen an alle Beteiligten im Verein und in der Mannschaft. Und sie haben sich verdient. Dann sage ich auch nur Danke und auf Wiedersehen.